So, und damit willkommen zurück zum nächsten P&Q. Ja, man hört sich somit wieder. Sag bloß. Und ja, diesmal, es war ja eine dezente Wärme in den letzten Wochen, würde ich mal sagen. Und das war einfach nur ekelhaft. Grüße an die Gastro-Leute, falls jemand, irgendjemand von euch auch in der Gastronomie arbeitet. Oder sagen wir auch einfach mal so allgemein mit Geräten und Maschinen, die noch zusätzliche Wärme abgeben, was das Arbeiten noch geiler macht. Es gibt nichts Schöneres. In meinem Fall sind es die Öfen hinter mir. Wir haben drei Stück. Einen kleinen, dann einen etwas größeren und dann einen fetten Etagenofen. Den brauchen wir zwar nur für zwei Gebäcke, aber wenn der an ist, auch wenn die Klappen zu sind, man spürt einen Unterschied. Ja, das hat echt enorm viel Spaß gemacht, sage ich euch. Und auch wenn wir zum Beispiel einen Ventilator anhatten, also jeder Posten für sich sozusagen, es war in dem Moment schön, aber es hat nicht wirklich viel geholfen. Aber immerhin das Schöne ist, wir haben bei uns in der Umkleide eine Dusche. Also ich konnte mich dann immerhin Feierabend nochmal schnell runterhauen. Auch in dem Moment, wo man sich wieder angezogen hat, war man dann wieder nass geschwitzt. Yay! Ja, Kopfkino vorhin. Ob das jetzt ein gutes oder schlechtes ist, ist euer Bier.
So, dann mal wieder ein bisschen On-Stimme. Off ist ja, wenn ich das hinterher raufklatsche. Es müsste das On-Stimme sein. Ja. Ich dachte mir mal, ich mache bei dem jetzt mal ein bisschen mehr. Alter, warum schreibt ihr auf einmal? Ein bisschen mehr On-Stimme. Nee, andersrum, ein bisschen mehr Off-Stimme, damit es A nicht mehr so lange ist und B, vielleicht wiederhole ich mich dann nicht gefühlt 10.000 Mal. ja, ich garantiere für nichts. Aber so ein bisschen neidisch kann man ja jetzt auf, sieht man nicht auf die, Cerise oder Serena oder Rena. Sie hat einfach mit ihrem Namen drei Möglichkeiten. Schon ein bisschen sein, weil sie ja schließlich in einer vermutlich kühlen Flüssigkeit schwimmt. Wobei ich persönlich ja nur warmen Tee trinke. Also ich finde kalten Tee, außer jetzt Eistee, ein bisschen Lachs. Mal ganz blöd ausgedrückt. Ich weiß nicht, ich finde dann immer, dass dann die Kuh, das ist dann so. Das geht irgendwo so ein bisschen für mich der Geschmack verloren. Das hört sich total behindert an, ich weiß, aber ich trinke Tee grundsätzlich immer nur warm. Und ehrlich gesagt auch Krümeltee, also Eistee, den du sozusagen zu Hause machst, auch immer nur warm, weil A, ich mache Honig rein, verteufelt mich dafür. Und ich nehme Zitrone. Immer nur. Und ja, ich tue ehrlich gesagt auch noch ein bisschen Zucker rein. In eine Teekanne einen Löffel. Ja, ich, nein, ich mache nicht die gesundeste oder bewussteste Ernährung, sagen wir es mal so. Das war noch nie und das wird, glaube ich, nie sein. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich habe mich schon so runterstorniert von meinem Zuckerpensum. Also ich habe am Anfang mehr Zucker in die Kanne gegeben. Egal, ob jetzt normaler Tee oder eben, wie gesagt, wenn du dir halt selbst so einen Tee machst. Da habe ich mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen runterstorniert, sage ich jetzt mal. Zwar leider immer noch nicht auf die gesündeste Art und Weise, wie man eigentlich machen sollte. So zwecks, also wie war das? 115 Gramm pro Tag? Keine Ahnung. Aber es ist schon mal ein bisschen gesünder. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das erzähle. Ich bin gerade irgendwie drauf gekommen. Aber ja. Die Gute ist wieder mal. Naja, nicht ganz. Also sie ist durch eine Rasse entstanden in diesem Design. Dann ist aber so gefühlt 5 Minuten, nachdem ich sie fertiggestellt habe, die Rasse gestorben. Also zuerst ist einfach nichts passiert. Dann habe ich ab und zu mal was gepostet. Und dann kam vielleicht ein, zwei kleine Reaktionen, aber kein Kommentar. Also halt Likes. Aber das war's. Und dann war die Rasse auf einmal tot. Und dann habe ich halt einen von den Erstellern, weil ich halt da noch wusste, wie der Account hieß, gefragt. Yo, was denn los war? Ja, sie haben zusammen die Rasse eröffnet. Und einer hatte blöd gesagt, keinen Bock mehr dann. Und dadurch ist sie gestorben. Und ich dachte mir so, geil! Und damit ist auch der Charakter gestorben, weil ich halt bisher zu dem Zeitpunkt nur ein einziges Lineart mit ihr gemacht habe. Also ein, wie ich es immer nenne, Inkslot. Also Lineart mit Struktur, ganz blöd gesagt. Und ja, ich konnte da noch keine wirkliche Bindung zu aufbauen, vor allen Dingen, weil sie halt auch nicht so mein Standard-Charaktertyp ist. Ich habe ja nun mal zu 99,9% Großmäuler, die einfach machen und sagen, was sie tun. Aber sie ist halt so ein bisschen etepetete, wirklich eine Lady, altklug, schräg, schräg, klugscheißer auf höherer Ebene. Und ja. Das war dann so schön. Ich mag ihr Design voll gerne, aber ich brauchte eigentlich so Rassen ein bisschen Input, dass so zwecks Quest da sich mehr rauskristallisiert. Aber hey, das ist gestorben. Yay! Aber jetzt ist sie in einer
nicht Rasse, aber man kann sagen, es ist vom System her so ein bisschen wie eine Rasse aufgebaut. Also, dass man sich dieses Schema, wie man die Leute interagiert, sozusagen abgeguckt hat. Also, es gibt halt auch Quests oder gemeinsame Kämpfe, wo ich noch nicht dabei war, weil ich halt erst später zugekommen bin. Weil ich halt echt lange gehadert habe, nimmst du sie jetzt? Und ja, wie stark vereinfachst du sie? Weil halt sozusagen, es soll wie, also ist es an ein RPG angelehnt, also Roleplay-Game, wo du halt am Anfang auch nur sehr, sehr schlichte Kleidung hast. Und das ist für mich einfach immer noch ein Dead Kill. Wobei ich zugeben muss, sie waren so lieb und haben mir sozusagen die Erlaubnis gegeben, dass ich sie ein bisschen detaillierter als eigentlich designen darf. Also ich habe es halt soweit schlichter gestaltet, wie ich sage, okay, es ist für mich schlicht, aber ich habe auch gleichzeitig noch Lust, das zu zeichnen, weil ich habe halt einen Detailwand, man kann es nicht anders nennen. Und bei mir ist halt das Problem, wenn jetzt mein Charakter fast gar keine Details hat und nur blöd gesagt ein T-Shirt, was ja eigentlich gewesen wäre. Ich habe dann keine Lust, den zu zeichnen. Mich reißt dann das Design nicht und dann würde sie halt wieder in Ecke verschimmeln. Aber sie waren so lieb und haben gesagt, hey, das ist zwar eigentlich zu detailliert, aber wir würden dir einfach so entgegenkommen. Und dafür kannst du halt erst ab Level 10 das erste Aufwertung machen statt Level 5. Halt so, merci, weil noch weniger und dann habe ich einfach gar keinen Bock mehr und das wäre, naja, ich sag's mal ganz offen, Kacke. Dann verschimmelt sie wieder in der Ecke, egal wie sehr ich eigentlich das Design mag. Und das will ich halt nicht. Ja. Und daher, mucho merci, falls einer von euch beiden das hier anguckt. Es ist, ich weiß nicht. Viele denken ja genau andersrum. Sie mögen lieber schlichtere Designs, weil jetzt, A, sie können sich natürlich um einiges besser dran erinnern und müssen nicht fünfmal auf Taref nachgucken. Ich muss auch immer wieder mal, wenn ich die länger nicht gezeichnet habe, nachgucken. Aber ich muss sagen, mich reißen halt die ganzen Details. Es ist so ein kleines Abenteuer, so blöd es sich auch anhört. Es ist für mich so ein Mini-Abenteuer, wo ich sage, ja Mann, die Challenge bestreite ich jetzt und Bitches, ich besteig den Berg. Also sprich, ich gebe nicht mittendrin auf. Ja, kennt ihr das? Also, halt wie gesagt, also so schlichte Designs reizen mich so einfach null. Außer vielleicht, es ist so eine krasse Musterung irgendwo. Wobei, das wäre ja dann nicht mehr schlicht. Weil Muster jeglicher Art sind ja auch wieder eine Art, Detail einzufangen. Und wenn du nur so ein Streifenmuster über den ganzen Charakter hast, du musst ja trotzdem dran denken und erst recht im Faltenwurf. Also, ja. Okay, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann es halt echt nicht, wenn ein Charakter jetzt nur ein Hemd hat, eine Hose oder ein einfach geschnittenes Kleid. Also damit kannst du mich echt jagen gehen. Liebste Grüße an meine Isogi. Ich liebe deine Gerda. Die hat halt im Prinzip auch nur ein weißes Kleid an, mit keinen großen Details. Ich liebe ihren Charakter, weil sie einfach so gefühlt 24/7 pissed as fuck ist. Ich fühle mit ihr. Aber es ist einfach halt in der Kleidung so gut wie kein Detail und dadurch reizt es mich nicht. Und auch wenn ich ihren Charakter voll gern mag, ich kann, also ich finde da nicht die Motivation dafür. Das ist so, es ist halt immer dann, es wird ja auch immer wieder relativ regelmäßig von Künstlern gefragt, ja, worauf achtet ihr dabei aussieht? Also eher Story oder Design? Und ganz klar beides. Also, wenn jetzt, wie in dem Fall Gerda eben, ihr Charakter geil ist, ich mich voll mit ihr identifizieren kann, aber das Design mich so einfach 0,0 reizt, ja, das hilft nicht weiter. Deswegen bleibt für mich trotzdem nur sozusagen Schulterzucker, weil nicht mehr zustande kommt. Deswegen bei mir ist es klar beides. Es muss mich einfach irgendwas am Design reizen. Sonst kriegst du keinen Plan von mir. Ich meine, meine Lieblingsserie Ruby, RWBY,
falls das mal jemand angucken will. Die hatten ja auch anfangs relativ schlichte Designs, aber halt wirklich nur relativ. Sie haben einen verständlichen Schnitt, aber jeder hatte noch irgendwo so ein kleines Gimmick, was gereizt hat. Bei Yang war es einfach ihr, ich weiß nicht so wirklich, wie ich es nennen soll, aber ich sag immer Rockgürtel, weil sie hat halt einen Gürtel und dann so unten an den Gürtel so Fächer Elemente, die aussehen wie ein Rock. Es ist voll behindert zu beschreiben. Bitte googelt sie einfach mal. Wenn ihr neugierig seid, wie sie aussieht. Weiss hat ihren Farbverlauf und ihre Tulpenärmel, sag ich jetzt mal, weil du hast halt nicht so einen runden Ausschnitt, sondern du hast halt wirklich wie bei so einer Tulpe einfach die Blütenblätter. So großes Blatt, dann kleines, großes Blatt und so weiter. Bei Blake ist halt ihr Oberteil, das hat so ein bisschen was von Zirkusdirektor. Also das hat auch diese Spitzen vorne und hinten. Und dadurch hat das halt wieder diesen und diese Asymmetrie. Während Yang, während alle anderen symmetrisch geschnitten sind, also ihre Kleidung, hat halt Blake so ein bisschen gebrochene Symmetrie durch ihre, ich sag jetzt mal, Armstoff. Also man kann jetzt, also die eine Seite hat einen Ärmel und die andere Seite hat ein Bänder. Aber dadurch ist es wieder aufgebrochen. Und bei Ruby ist es A, das ihre heiliger Umhang und dann halt dieser verdammte Petticoat, Alter. Genauso wie Weiss. Aber bei Ruby wurde der Petticoat einfach mehr in Szene gesetzt, muss man sagen. Ach ja, es ist niemand. Ich weiß, ich habe in ein oder maximal zwei Abenden die verdammten drei Staffeln gesuchtet, Alter. Und dann habe ich mich gewundert, warum es plötzlich mitten in der vierten Staffel am Anfang aufhört. Und dann habe ich das halt so runterkommentiert, so, hä, schon zu Ende? Oder irgendwie sowas. Ich weiß das gerade echt nicht mehr so genau. Und dann hat eben noch so ein anderes geantwortet, so, nein, nächste Woche kommt die neue Folge. Oh, cool. Und dann habe ich nach der vierten Staffel gemerkt, Mensch, ich habe ja genau richtig angefangen zu suchten, weil das war dann nach der Season-Pause. Und die geht halt inzwischen knapp ein Dreivierteljahr. Und ja, das war dann ganz gut, dass ich erst da sozusagen neugierig wurde, weil sonst hätte ich vielleicht mitten in der Season-Pause sozusagen angefangen und dann hätte ich auf einmal da gestanden, so, nein! Ruby ist in Deutschland viel zu unbekannt. Also das wird selbst von Japan neu synchronisiert. Ich habe auch mal reingehört, aber es tut mir leid, sie kackt hoffnungslos gegen die englische Originalsynchro ab. Weil ich kann einfach schon allein, wie ein Charakter redet, auseinanderhalten, okay, das ist Wise, das ist Emerald, das ist Ruby, Blake, Yang und so weiter. Ich kann halt wirklich einfach nur an der Art, wie sie reden, auseinanderhalten, wer ist das? Ich muss jetzt nicht mal so genau auf die Stimmton achten. Und dann habe ich mir halt von der dritten Season mal eine Folge mit der Japan-Synchro angehört, weil es mir halt vorgeschlagen wurde. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, hörst du mal rein, ne? Und sie hören sich für mich einfach alle gleich an. Und wenn du einfach unter anderem halt auch von der englischen Originalsynchro einen relativ tiefen Stimme gewohnt bist bei einem Charakter und dann kommt auf einmal so eine, ich sag jetzt mal, hellhörige, das ist dann so, nein, nein, nein. Und sie klingen einfach alle gleich. Egal, ob die Art, wie sie reden oder halt Stimmlage ist. Tut mir leid, also, wenn ich mich entscheiden könnte zwischen deutscher, englischer und japanischer Synchro, stehen bei mir ehrlich gesagt englische und deutsche gleich auf und dann kommt Japan und tötet mich, meinetwegen, ist mir egal. Aber mich überzeugen da doch mehr die deutschen und englischen mehr. Klar, unter anderem auch, weil ich es halt einfach verstehe. Also, ich höre es und ich weiß, was es bedeutet. In dem Fall beim Englischen.
Beim Japanischen, zugegeben, ich habe inzwischen so viel geguckt, dass ich auch nebenbei zeichnen kann und anhand der Tonlage grob höre, okay, da passiert meinetwegen gerade Scheiße oder die labern einfach nur dumme Kacke. Und dann muss ich vielleicht nochmals zurückspulen, wenn ich merke, oh, da war was Wichtiges. Aber es ist so. Ja, ich zeichne halt meist nebenbei, da möchte ich ganz gern nicht 24/7 drauf gucken müssen, wisst ihr? Es tut mir leid. Ja. Genug random gelabert. Ich glaube, ich sollte mal weitermachen, sonst brauche ich noch 5 Jahre. Aber nun zum Wichtigen, das Bild. Wenn ihr meine Bilder kennt, guckt doch mal bitte in die Videobeschreibung und stalkt da so Facebook oder Instagram, wenn ihr das selbst nutzt. Vielen Dank, ich würde mich freuen. Mucho merci. Es ist eigentlich recht offensichtlich, dass ich eigentlich vorwiegend nur die Charaktere in Szene setze und Hintergrund scheiße selten. Weil das anstrengend ist, Alter. Ich bewundere die Leute, die so krass detaillierte Hintergründe machen. Oder anders wie ich immer die Figur klein und dafür den Hintergrund, Vordergrund mehr Liebe schenken. Und jedenfalls habe ich das jetzt mal bei dem Bild versucht. Ah ja, mein Charakter Ceres oder Serena oder Rena, wie auch man sie nennen mag, liebt Tee. Aus dem einfachen Grund, sie hat immer. Egal. Sie hatte, ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, in welcher Form ich das jetzt nehme. Hypersensibilität. Das bedeutet, du nimmst Geräusche, Gerüche und teilweise auch Farben, je nachdem, wie es ausgeprägt ist, deutlich intensiver wahr, was es einfach anstrengender macht. In ihrem Fall ist es vor allen Dingen Geruch und Sehen. Das Gehör kam dann, nachdem sie erblindet war. Es war so, sie fand das sehr, sehr anstrengend, wo sie noch ihr Sehsinn hatte, den, ich sage jetzt mal, Tag zu erleben. Also sie hatte die Farben deutlich intensiver wahrgenommen, dass es teilweise schon weh tat in den Augen, wenn sie normal geguckt hat, sage ich jetzt mal. Und bestimmte Gerüche haben ihr teilweise Kopfschmerzen bereitet. Tun's immer noch. Zum Beispiel Flieder hasst sie wie die Pest, weil dieser Geruch einfach so abartig aufdringlich ist. Und Tee ist sozusagen irgendwo eine kleine Liebkosung, weil es bedient halt alle ihre Sinne, die sie noch benutzen kann und will. Sie dachte halt zuerst, dass diese Hypersensibilität abklimmt, weil sie das Licht langsam nicht mehr so schlimm wahrgenommen hat, sage ich jetzt mal. Und dadurch wurde es angenehmer und sie hatte nicht mehr, zumindest in dem Punkt, das Problem. Allerdings hat sie dann gemerkt, yay, ich werde blind. Irgendwann dachte sie sich auch so ein Problem weniger. Wobei sie manchmal auch die Zeit vermisst, wo sie noch was sehen konnte. Aber jedenfalls ist es so, dass der Tee halt den Geruchssinn bedient, natürlich den Geschmack. Und sie spürt ja auch dann diese angenehme Wärme in den Händen, wenn sie die Tasse hält. Oder einfach nur diesen Dampf, wenn sie zum Beispiel dran riecht und die Tasse halt so unter dem Gesicht ist. Und das ist für sie immer so eine kleine Wohlfühloase. Und ich hatte dann halt so Bock, das Ganze im Bild festzuhalten. In diesem Fall ist sie dann einfach in einer großen oder kleinen Teetasse. Ich habe keine Ahnung. Sie ist eigentlich normal groß, aber ich habe sie halt jetzt kleiner als die Tita so gezeichnet. Und zuerst war es auch nur das.
Aber da dachte ich mir so, irgendwie wirkt das Motiv so ein bisschen verloren. Also habe ich noch die Blümchen gemacht und mich gleichzeitig gehasst. Ja. Geht der verfickte Stift jetzt an. Was soll das? Ich brauchte nur für gefühlt 2 Gramm, um diesen Scheißverlauf hoffentlich vernünftig hinzukriegen. Das ist doch Kacke. Nein, da ist keine Schoki mehr drin, sondern Washi-Tape. Davon habe ich jetzt auch schon erstaunlich viel. Und ich glaube, es wird nie wieder enden. Auch wenn ich die echt fucking selten benutze. Weil ich immer Angst habe, dass die Rolle alle geht. Da sind zwar mal meterweise drauf, auch die für 1 Euro, aber. Ha! Es könnte ja alle gehen, wenn du mal 1 Zentimeter benutzt. Jolo. Und ja, ich habe übrigens vergessen, gerade den Verlauf zu filmen. Ich habe aufgefüllt und habe dann weitergemacht und dann so, Shit, du wolltest ja eigentlich die Kamera anmachen, aber Genius hat vergessen. Jetzt sind es nur noch kleine Flächen. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, aber ja, wir werden es sehen, wa? Bist ja immer noch dran, oder irre ich mich? Gut, dann hätte ich eine Bitte. Tu mir doch bitte einen Gefallen und schreib einen Kommentar. Es ist irgendwo, also mir macht ja das Videoschneiden inzwischen Spaß, weil ich so ein bisschen die Dreh raus habe. Nur ein bisschen. Aber es ist auch irgendwo so ein bisschen demotivierend, wenn du zwar siehst, das gucken so ein paar Leute an. Aber es reagiert keiner oder fast keiner. Und glaub mir, jeder Creator, ich will es gerade nicht gesagt, YouTuber, weil scheißegal welche Seite, freut sich, wenn einfach ein Kommentar kommt. Halt, es reicht auch nur ein Satz, sage ich jetzt mal. Also es wäre schön, wenn es nicht kommt. Wow, wie schön, weil dann weißt du irgendwann einfach nicht mehr, was du sagen sollst. Und irgendwann kommst du dir auch blöd vor, 500 Mal Danke zu schreiben. Ich weiß, das klingt eingebildet. Was dir besonders am Bild gefällt, erinnert sich an irgendwas, musst du lachen, weinen, keine Ahnung.
Sowas würde uns alle freuen, sage ich jetzt einfach mal ganz stumpf. Ja, und ansonsten, ihr wisst, wo das Abo ist. Fast direkt unterm Video. Und kurz darüber sind auch noch die Däumchen, wenn du Bock hast, das zu drücken. Und ja, wenn du es bis hierhin ausgehalten hast, schon mal Glückwunsch. Ich werde, glaube ich, niemals kurze Videos machen. Oder doch? Ich habe eine Sache im Kopf, die ich machen will, wo ich aber nochmal gucken muss. Ich werde dann, wenn mein Gehalt drauf ist, werde ich diesen Monat noch zu Bössner gehen und dann mache ich ein kleines Experiment. Ich werde mich dann die Tage erkundigen, weil ich habe halt die Woche dann auch Urlaub die nächste Woche. Und ja, da hätte ich Zeit und ich bin selber echt scheiße gespannt, wie das wird. Und wenn es klappt, wird es definitiv eine Verlosung, die auch mal nicht Abo gebunden ist. Jolo. Also, warum musste ich mir diese verkackten Blätter antun? Ich habe in Google geguckt, was die für hässliche Blätter haben, aber nichts so wirklich nah Bilder davon gesehen, sodass ich dann geraten habe. Und ich, warum auch immer, die Motivation hatte, dass man so viele Scheiß Wasserstränge sieht. Keine Ahnung, statt nur normal einzelner Meter. Mehrere Abzweigungen noch und oh mein Gott, das ist so anstrengend. Warum habe ich das getan? Und ich habe mir jetzt auch noch in den Kopf gesetzt, dass die eine verfickte scheiß Tischdecke hier bekommt, damit das Ganze nicht in der Luft schwebt. Und warum, Kopf, Alter? Ich hatte zuerst nur die Olle in der Tasse, fertig. Aber es sagt sich so mein Kopf so, nö, das ist viel zu einfach. Das geht viel zu schnell, Bitch. Wir machen da jetzt noch 5000 extra Sachen drum, Alter. Warum? Ich verstehe das nicht. Warum meine Ideenarten irgendwie echt scheiße schnell aus? Okay, doch, ich weiß warum. Ich versuchen wir dieses Jahr mehr mit Hintergründen zu machen, aber warum? Jetzt habe ich mich vermalt. Verdammt. Egal. Scheiß drauf. Ach ja, und PS, ich habe jetzt zwei in Anführungsstrichen Skizzenbücher voll, also wo ich auch mit Farbe gearbeitet habe, die ich dann auch abfilmen kann. Und es sieht so aus, als hätte ich gefühlt 1 Million Videomaterial im Petto und es sieht so aus, als würde der Kanal in Schwung bleiben. Oh mein Gott! Ich bin nicht gespannt, ob ich es schaffe, aber bisher sieht es gut aus. Drückt mir die Daumen. Okay, das war jetzt genug gelabert, dieses Video. Jetzt nur noch Musik, das reicht. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zugucken und man hört sich hoffentlich wieder.
Ich bin nach gefühlt 500 Jahren fertig. Und ich habe trotzdem echt öfter übergemalt. Ja, aber das Papier ist jetzt nicht so hundertprozentig copyfreundlich, muss ich zugeben. Gerade die hellen pastelligen Töne, die treten echt ganz gut aus. Man sieht das gar nicht, das da und da und so voll fett ausgelaufen eigentlich ist. Aber ich weiß nicht. Und dann stelle ich halt manchmal spontan Bock habe, mit Aquarell zu arbeiten, wie zum Beispiel für die Teeflüssigkeit. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es mit Aquarell oder mit Copic mache. Letztlich habe ich mir jetzt im Moment für Aquarell entschieden und für die komische Tischdecke. Ich hätte eigentlich am liebsten noch so Falten eingearbeitet, aber das hätte ich von Anfang an mit dran denken müssen. Also geht jetzt nur noch gerade normaler. Hier ist auch gar nicht fett nachgeleinert mit Buntstiften. Und ich weiß, ihr Flügel ergeben so absolut 0,0 Sinn. Ach, verdammt, ich hätte das auch da ohne das Ding noch. Egal. Aber wir sind hier nicht in einer realistischen Natur. Es ist ein Fantasy-Bild. Naja. Ich hoffe, es war Unterhaltung. Ich hasse mich selbst immer noch dafür, dass ich die Hortensien genommen habe. Sie sind eigentlich mega schön, aber sie sind scheiße viel Arbeit, Alter. Und ich hätte es mir noch schlimmer machen können, also noch mehr Spaß geben können, wenn Farbverlauf in den Blättern und oder so abwechselnd verschiedene Blätter, weil zum Beispiel noch die Blüten noch nicht ganz aufgeblüht sind oder so ein Scheiß, aber das reicht. Meine kleine Cerise ist glücklich mit ihrem Tee und das langt. Ich bin froh, dass ich überhaupt endlich jetzt mal ein richtiges Artwork zu ihr gemacht habe. Es werden definitiv noch mehr kommen. Ich habe jetzt Anreiz und. Ja, ich glaube, ich habe sonst alles gesagt in den Off-Ton-Getönt, denke ich. Also ich muss es gleich einhaben. Wird schon. ja, mich würde es freuen, wenn ihr auf meinen Social Media Seiten vorbeigucken könnt und oder ein Abo hier lassen könntet und oder noch am besten einen Kommentar und liken tut halt auch nicht weh, soweit ich weiß. Und jo. Ich weiß nicht, hättet ihr eigentlich Bock auf sowas wie ein Q&A? Also irgendwelche Fragen, die ich beantworten könnte? Ich finde echt auch ganz lustig, wenn ich das so während des Zeichnens beantworten würde. Ja, das reicht. Wir sehen uns wieder. Es ist viel zu warm. Ich habe für dieses verdammte Video extra das Scheißfenster aufgemacht. Ich mache es jetzt gleich wieder zu, damit es ein bisschen angenehmer wird. Lasst uns alle in Ruhe sterben bei der Wärme. Und wir hören uns vielleicht ein nächstes Mal wieder.